Okay, Nina, dann lass uns doch mal die MOOC-Bars erklären. Die MOOC-Bars, das sind die Treffen im Ich-MOOC, die nicht nur online stattfinden, sondern tatsächlich vor Ort. Und was findet da statt? Zu Anfang einer MOOC-Bar, also des Treffens, gibt es einen Live-Input von einem Experten oder einer Expertin, die wir zu einem speziellen Thema dazu eingeladen haben. Und wo sind die MOOC-Bars? Die MOOC-Bars sind an ganz vielen verschiedenen Orten. In etwa 2 Sekunden hält dieses Video an und dann gibt es dort einen Link auf dem Bildschirm. Dieser Link führt dich zu einer Karte, auf der alle MOOC-Bars verzeichnet sind. Diese Karte haben wir natürlich auch an anderer Stelle in unseren Materialien verlinkt. Joachim, wollen wir jetzt mal die Experten vorstellen? Ja, gerne. Wir starten am 2. Juni mit Birgit Aurelia Janetzki. Sie betreibt einen Blog zum Thema Trauern und wir sprechen mit ihr über das Thema Sterben im Netz. Und am 9. Juni machen wir weiter mit André Krüger, im Netz besser bekannt als @Bosch. Er hat auf Instagram mehr als 50.000 Abonnenten und wie er das geschafft hat, erzählt er uns auf der zweiten MOOC-Bar. Und eine Woche später, am 16.09., sprechen wir mit Katrin Rönnecke über das Thema Diskriminierung und Sexismus im Netz. Ich finde, das sind ziemlich spannende Themen, die wir uns überlegt haben und auch sehr spannende Experten, die wir dazu gefunden haben. Ja, und wer es denn vor Ort verpasst hat, kann natürlich einen Tag später die Interviews auf unserem YouTube-Kanal auch wiedersehen. Die Frage ist dann nur, warum soll ich zu so einer MOOC-Bar gehen? Einfach nur, um auf so eine Leinwand zu gucken? Ja, natürlich machen wir die MOOC-Bars nicht nur, um auf eine Leinwand zu gucken. Wir machen das ja vor allen Dingen, damit die Menschen untereinander von Angesicht zu Angesicht miteinander über das Thema sprechen können. Du meinst, das ist wie in einer richtigen Bar. Da geht man ja auch nicht hin, nur weil man Durst hat, sondern weil man die anderen Gäste treffen möchte. Genau, in diesem Sinne, wir sehen uns.